Und willkommen zurück zu Let's Play Heavy Rain. Was ich noch nebenbei jetzt erwähnen möchte, ist, dass ich das Intro, das mir der liebe Abstergo Games auch gemacht hat, nur noch an den Anfang eines Let's Plays setze, also an die erste Folge, nicht mehr vor jede Folge. Ist aber jetzt nicht so wichtig, nur damit ihr euch jetzt nicht wundert, warum an dieser Folge kein Intro mehr dranhängt. So, dann machen wir mal weiter, ne? Jason! 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 Ja, soll ich noch Jason rufen? Jason! 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 Ach, das ist nicht so wichtig. Der Anzug ist jetzt aber nicht der Hit. Finde ich. Es gibt schönere. Jason! 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 Was ist denn der? Jason! Jason! Warum müssen wir jetzt die ganze Zeit rumrennen und Jason rufen? Ist er das? Jason, du darfst nicht einfach so weglaufen, weißt du? Hier drin sind zu viele Leute. Bitte, Dad, kann ich einen haben? Ich hätte so gerne einen. Bitte, Dad, komm. Okay, wir kaufen einen Ballon. Cool. Hey, Großer, wie heißt du? Jason. Welchen Ballon möchtest du, Jason? Der rote. Bitteschön. Das macht dann $2, Sir. Jason, warte. Warte auf deinen Dad. Es ist wirklich voll hier. $2. Stimmt so. Ganz schön teuer für einen Ballon. Es ist unmöglich, in dem Gedränge Schuhe anzuprobieren. Wo ist Jason? Er war gerade noch da. Ich habe ihm einen Ballon gekauft. Und jetzt ist er weg. Einfach weg? Was meinst du mit weg? Du bleibst hier. Ich hole ihn. Bin sofort zurück. Jason! 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 Unmögliches Kind. Ich will keine Kinder, habe ich schon mal erwähnt, oder? Jason! 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 Runde. Ich muss sofort nach unten, sonst verliere ich ihn im Gedränge. Jason! 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 Tja. Jason! Hey, was soll denn das? Jason! 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 Jason!
Jason! Jason! Das war auch ein unmögliches Kind. Jason! 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 Ich habe das Gefühl, das Rufen bringt auch nichts wirklich. Jason! Jason! Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Jason! 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 Hey Mann, pass doch auf! Jason! Jason! Okay, da hinten ist ein roter Ballon. Jason! 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 Jason, mein Gott, hast du mich... Noch ein roter Ballon. Ein Herrn Kohlstern. Nur die Ruhe ist, wird alles wieder gut werden. Jason! Jason! Scheiße! Ja, Scheiße! Jason! Wird er bestimmt überfahren. Jason, nein! Jason! Jason! Oh mein Gott, nein! Nein! Nein, Jason, oh mein Gott, nein! Nein! Tja, da wurde der kleine Jason überfahren. Ich hab's mir fast gedacht. Das war bis jetzt ja, denke ich mal, nur der Anfang von dem Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie lang es geht. Aber es
Sie hat schon richtig geil gemacht. Hat zwar jetzt so eine traurige Atmosphäre. Mir wurde auch gesagt, die Atmosphäre von dem Spiel soll einfach hammergeil sein. Das Gameplay und so weiter ist mittelmäßig bis gut, aber jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein. Aber die Atmosphäre genau soll einfach richtig geil sein. Und das kann ich mir schon vorstellen. Jetzt hatte gerade mein Handy geklingelt. 2 Jahre später. Hey, Sean. Hey, Dad. Die wirken auch recht traurig. Nicht wundern, wenn ich ab und zu ein bisschen Zeit brauche, um loszulaufen. Das hier stört mich. Ich muss immer nach rechts umschauen. Dann kann ich nicht so wirklich umschauen. Huch, falscher Knopf, Entschuldigung. Wenn ich so ein bisschen brauche bis zum Loslaufen, ich will immer noch mit dem linken Control-Stick laufen. Ach du großer Gott. Selbst krank kann man nicht, schade. Hätte es auch cool gefunden. Das hier sieht jetzt aber nicht mehr so cool aus wie vorher. Aber einen geilen Fernseher. Ich gehe jetzt mal so ganz dreist davon aus, dass die sich getrennt haben. Aufgrund des Todes. Da kommen ja viele nicht mit klar. Er wirkt auch ziemlich traurig und gebrochen, als ob er keine Lust mehr am Leben hätte. Aber es wäre ein herber Rückschlag. So ein Tod vom Kind, vom eigenen Kind. Jetzt trinken wir keine Orangensaft mehr, jetzt trinken wir Alkohol.
Erstmal pullern. Grace hat Sean am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Also wohl getrennt. Sean hat noch keine Hausaufgaben gemacht. Zeit, einen Happen zu essen. Vielleicht hat Sean Hunger. Ich habe den Zeitplan auf die Küchentafel geschrieben. Also 16.30 Uhr Snacks, 18 Uhr Hausaufgaben, 19 Uhr Abendessen und 20 Uhr Schlafenszeit. Wie viel Uhr haben wir? Ja, bisschen spät. Also doch nichts essen. Sollen wir vielleicht ein bisschen zusammen spielen? Ich würde lieber Fernsehen schauen. Ich mag lieber Fernsehen, deswegen geht er weg. Was für ein Club da so holen. Garten war ein ganz kleines bisschen schöner. Hä? Check ich nicht. Ich hab mal gerade meinen Controller getrennt. Bester Werfer ever. Warum geht das jetzt nicht mehr? Ich will Basketball spielen. Egal. Wahrscheinlich sollen wir jetzt reingehen, heißt das. Weil der Sohn da war und so genießt hat. Also gehen wir einfach mal nochmal rein. Ist ja egal. Bestimmt eine Erkältung. Ich schau mal, ob ich eine Medizin für dich finde. Okay. Eigentlich soll ich nach Medizin schauen.
Wie läuft's in der Schule? Ist dein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. Wo kriege ich Medizin her? Brauche ich es nicht. Okay. Wenn ich die Wahl zwischen den beiden Häusern hätte, würde ich auch lieber zu meiner Mutter gehen. Außer die hat auch ein anderes Haus jetzt oder eine andere Wohnung eher. Hier, nimm das. Das wird dir helfen. Danke, Dad. Möchtest du dein Abendessen? Oh ja, ich habe großen Hunger. Gut, ich schau mal, was ich finde. Ich rufe dich, wenn es soweit ist. Ich bin so still in dem Spiel. Pizza oder Roasted Chicken. Da ich nicht Hühnchen, ja, ich nicht gerne Hühnchen esse, sag ich jetzt mal Pizza. Pizza ist auch nicht gerade mein Lieblingsessen, aber nein. Ja, mir kalte Pizza. Auf den Tisch stellen oder was genau soll ich machen? Bin mir nicht sicher. Ich dachte, das soll ich dem geben. Aber machen, okay. Mikrowelle. Mikrowelle. Ach so, okay. Aber schnell eine Mikrowelle. Und braucht da ein bisschen länger. Egal. Du kannst kommen, Sean. Essen ist fertig. Ich komme. Kann ich mich denn auch wieder hinsetzen? Ich finde das geil, wie viele Möglichkeiten man hat, um zu interagieren. Ich bleibe hier einfach mal bei ihm sitzen, während er isst. Thank you.
Also, willst du ein bisschen reden? Worüber denn? Ja, über dich, deine Freunde, wie alles läuft. Es ist alles wie immer. Schon, komm, es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? In Ordnung, das Bett kann noch ein bisschen warten. Aber sag bloß nichts zu deiner Mutter, okay? Kann ich mich da jetzt auch nochmal hinsetzen? Gab es doch vorhin auch die Möglichkeit. Warum hast du es ausgemacht? Das ist meine Lieblingssendung. Mach es bitte wieder an. Ja, ja, schon gut. Sorry. Ich hab's ausgemacht, weil ich ausprobieren will, was es hier so gibt. Okay. Ich dachte, das andere wäre vielleicht umschalten und nach unten wäre ausschalten oder so. Ich war mir nicht so sicher. Interessant, was mein Sohn so guckt. Was ist das für ein... Hä? Egal. Schon, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? Nein, das ist nicht besonders vernünftig, Sean. Du hast Schule morgen. Du brauchst deinen Schlaf. Okay, ich gehe. Kommst du mit mir? Putz dir die Zähne und ab ins Bett. Ich komme hoch. Folgen wir immer ganz unauffällig. Schönes Wetter. Okay, ich nehme an, das ist sein Zimmer. Also sein, wenn ich jetzt das vom Kind. So, ich dachte, man kann das Fenster aufmachen. Ne, aber hier runter, okay. Gute Nacht, John. Mein Teddy! Dad, ich hab meinen Teddy nicht. Du musst ihn irgendwo im Haus liegen gelassen haben. Hast du denn keine Ahnung, wo er sein könnte? Nein, Dad. Bitte. Ich kann ohne ihn nicht schlafen. In Ordnung. Ich werde mal nachsehen, ob ich ihn finde, okay? Ich will, dass mein Kind gerne bei mir ist, also gebe ich mir auch mal Mühe. Erstmal Licht anmachen. Nee, bleibt da drin. Licht? Nein, kein Licht. Bye.
Eckig, hört auf rumzuspringen. Ich kann euch gar nicht filmen. Was soll ich machen? Sehr trauriges Spiel, muss man schon mal sagen, aber wirklich geile Atmosphäre bisher. Ah, da hinten ist auch noch ein Zimmer, glaube ich, oder? Ne, da war ich vorhin auch schon mal drin. Ja, Teddy, tut mir leid, aber das hätte ich jetzt nicht als Teddy durchstehen lassen. Wenn da kein Symbol gewesen wäre. Aber was soll's. Danke, Dad. Gute Nacht, John. Nacht. Dad? Ja? Warum bist du so traurig? Ich glaube, ich brauche noch etwas Zeit. Bis alles wieder wie früher ist. Weißt du, Dad, was mit Jason passiert ist, war nicht deine Schuld. Gute Nacht, John. Dann, weil ich so blöd war, haben wir nicht mal unsere Frau geküsst. Ich nehme schon wieder viel zu lange auf, habe ich gerade gesehen und ich weiß, es ist spannend jetzt, aber weil es so spannend ist, vergesse ich auch dauernd auf die Uhr zu schauen, aber ich muss dringend eine Folgenpause machen. Tut mir leid. Naja, es kann auch sein, dass ich die einmal durchschneide und dann sind das nochmal zwei Folgen. Meine Herren, das Spiel ist echt geil. Wie dem auch sei. Bis zur nächsten Folge.